Dieses Video ist eigentlich nur ein kurzer Abriss meines etwas ausführlicheren Essays zum Thema Schlaf und Traum. Falls du dieses Essay lesen möchtest, dann geh einfach auf meine Internetseite. Der Link ist unten in der Beschreibung. Und dort habe ich dann auch den Text von Wilhelm Steeke verlinkt, auf den ich mich größtenteils in diesem Vortrag beziehe. Falls dir das Video gefallen sollte, dann hinterlass gerne einen Daumen hoch und falls du noch nicht hast, ein Abo meines Kanals. Dafür vielen Dank und viel Spaß mit dem Video. Der Mensch schläft, weil er schlafen will. So einfach das klingt, so kompliziert erweist sich der Wille zum Schlafen bei näherer psychologischer Betrachtung. Die bisherigen Theorien sagten, der Mensch schläft, weil er schlafen muss, er wird zum Schlaf gezwungen. Die meine behauptet, der Mensch zwingt sich zum Schlaf. Wenn man nun nach Wilhelm Steeke geht, könnte man sagen, dass der Mensch in zwei Welten lebt. Er lebt einerseits am Tag und andererseits in der Nacht. Oder besser gesagt, er lebt einerseits im Wachen und andererseits im Schlafe oder im Traum. Im Wachen regiert der Kulturmensch, beziehungsweise ist das Bewusstsein vordergründig. Im Schlafe oder im Traum regiert der Urmensch und das Triebhafte, das Unbewusste, ist vordergründig. Der Mensch schläft, weil das Unbewusste das Bewusstsein besiegt, weil der Urmensch dem Kulturmenschen die Herrschaft über das Reich der Gedanken entreißt. Nach dieser Logik sind auch Symptome als eine Art Schlafzustand zu betrachten. Sie sind praktisch die Herrschaft des Urmenschen, des Triebhaften, des Unbewussten unter Ausschluss des Bewusstseins. Nehmen wir ganz exemplarisch den hysterischen Anfall oder den epileptischen Anfall, dann sind diese mit dem Schlafzustand stark zu vergleichen. Denn auch in diesen herrscht das Unbewusste, bis es sich genügend abreagiert hat und man wieder wach werden kann. Es braucht dann praktisch aber den Anfall, weil das Bewusste nichts über das Verborgene, über das Verdrängte, das Unbewusste, über die unbewussten Affekte wissen darf. Der Anfall bzw. der Schlaf wird also von dem Unbewussten, von den unbewussten Affekten erzwungen. Das Unbewusste kann sich aber auch in anderen Momenten offenbaren, zum Beispiel in den Tagträumen oder den kleinen Abwesenheiten während des Tages, die viele von uns kennen. Wilhelm Steeke nennt das die Fähigkeit, mit offenen Augen zu träumen. Wir schlafen, um zu träumen. Immer wenn wir schlafen, träumen wir. Das ist nach der Logik des Funktionierens der Psyche auch gar nicht anders möglich. Wenn wir schlafen, träumen wir, wir wissen aber nichts von unseren Träumen. Das Unbewusste herrscht im Schlaf, deshalb müssen wir logischerweise auch träumen. Was wir von Träumen fangen, sind Erlebnisse von Traumsekunden und nur diejenigen dringen in unser Bewusstsein ein, die so affektreich sind, dass sie trotz aller Hemmung das erregte Bewusstsein wachrütteln. Wenn nun also das Unbewusste stärker mit Affekten besetzt ist als das Bewusste, dann schlafen wir ein. Wenn das Bewusste stärker mit Affekten besetzt ist als das Unbewusste, bleiben oder werden wir wach. Man kann sich das veranschaulichen an einer zum Beispiel akuten Notsituation oder der Möglichkeit einer intensiven Befriedigung. Trotz möglicherweise vorangehender Müdigkeit bleiben wir in diesen Situationen wach oder werden wieder wach. Dahingehend ist dann natürlich auch das Schlafbedürfnis oder die Schlafdauer zu betrachten. Und Steeke nennt zu Recht die Vielschläfer Enttäuschte des Lebens. Sie fliehen praktisch vor der Welt in den Schlaf, in den Traum. Je reicher die Interessen des Menschen sind, desto geringere Kraft wird das Unbewusste über ihn haben. Ihr Bewusstsein ist so reich mit Gefühlswerten durchsetzt, dass sie gern auf die Freuden der Traumwelt verzichten. Doch nicht nur Freude, also positive Affekte, halten einen wach. Auch Sorge oder Angst, also negative Affekte, können einen wach halten. Der springende Punkt ist praktisch der, dass bewusste Affekte einen wach halten, unbewusste Affekte erzwingen den Schlaf. Wenn man nun nach dieser Logik die Idee vom 8-Stunden-Schlaf als ideale Schlafzeit betrachtet, muss man auch das als einen nichtssagenden Mythos entlarven. Der Neurotiker schläft generell, so Steeke, eher zu lang als zu kurz. Er betreibt eine Art Weltflucht, er gewöhnt sich an eine Art der Befriedigung, die keine Arbeit voraussetzt, nämlich an das Träumen. Es ist absolut nicht richtig, dass man durch langes Schlafen seine Nerven stärkt. Im Gegenteil, der Nervöse müsste eigentlich den allzu langen Schlaf meiden, weil ja seine Nervosität daher rührt, dass er einen schweren Konflikt zwischen Forderungen der Kultur und den Andrängen seiner Triebe lebt.
Die Neurose wie auch der Schlaf, zumindest der Schlaf, der über die physiologische Notwendigkeit hinausgeht, sind, wenn man so will, der Versuch, sich zu schützen vor der Realität. Sie sind ein Festhalten wollen an der Fantasie. Sie sind der Unwille, die Herrschaft des Realitätsprinzips anzuerkennen, sich der Realität zu unterwerfen. Und so ist die Neurose wie auch der Schlaf über die Notwendigkeit hinaus eine Art Genusssucht, eine Art Weltflucht. Der Neurotiker darf nicht so lange schlafen. Er darf sich nicht zu viele Stunden hemmungslosen Impulsen hingeben, weil er sonst am Morgen schwer in das Reich der Wirklichkeit zurückfindet.